Na gut. Dann reden wir nochmal mit Horatring und verkaufen ihm erstmal unsere Urkunde. Handeln. Ha! Coole Sache. Wir haben Geld. Gibt's denn schon Bier? Ups. Bier, Bier, Bier. Gibt's noch nicht. Ach doch! Und da sollten wir eins von kaufen für den Schädel. Jerry oder wie er hieß. Oder Garrett oder Gary oder Jerry. Genau. So. Dann machen wir halt das zuerst. Wenn jetzt hier alle schlafen gehen. Obwohl es wird hell. Ach, der Händler ist da. Na, was für ein Glück. Hallo, Händler. Oh, Hick. Hallo, Dorfbewohner. Hick. Wenn du etwas über Hick hast, habe ich tolle Sachen für dich. Selten Sachen. Der ist wohl ein bisschen betrunken. Tut mir leid, aber ich kaufe dir kein Hick-Zeug nicht ab. Es sei denn, es ist viel wert. Und ich glaube, nicht, dass du hier sowas findest. Ich bin neu hier. Alle denken, ich wäre hier der Friedhofswärter. Aber ich komme aus einer anderen Welt und ich muss dorthin zurückkehren. Hick, das verstehe ich nur zu gut. Das hier ist auch nicht meine Welt, Hick. Ach, Gott sei Dank. Meine Welt ist viel prächtiger, Hick. Die Paläste der Stadt, Hick. Aber ich bin hier leider nicht adlig. Also muss ich meinen Münzen hier in dieser Zwiebelkartoffelhölle verdienen. Zwiebelkartoffelhölle, das ist gut, das muss ich mir merken. So, er schreckt ihn, um seinen Schluck aufzuheilen, rede mit ihm über den Garten. Ach, der ist gar nicht betrunken. Der hat Schluck auf. Ich dachte, er wäre betrunken. Doch, 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 der ist betrunken. Aber wir können ihn ja trotzdem erschrecken. Das wird lustig. Bist du bekloppt? Was soll der Mist? Ich wollte dir nur mit einem Schluck aufhelfen. Wie blöd von dir. Ich brauche nur ein wenig Zeit. Das High-Frost-Steak heute Morgen war einfach deliziös. Aber mit dem goldenen frittierten Schmetterlingsflügel hat sich der Koch selbst übertroffen. Sieht so aus, als wärst du nach meinem hinterhältigen Angriff wieder in Ordnung. Ja, scheint so. Also war er doch nicht betrunken. Ich dachte, wir betrunken. Handeln, rede mit ihm über den Garten. Patrick hat mir erlaubt, den Garten bei der Kirche zu verwenden. Ich muss mit dir über die Einzelheiten dieser Abmachung sprechen. Oh, den hatte ich ganz vergessen. Ist mir nur ein Klotz am Bein, war damals halt billig. Aber das war vor vielen Jahren. Und mit der ganzen Inflation und dem guten Boden ist jetzt nicht so ein hochwertiges Grundstück. Mal sehen. Hm, wie wäre es mit 10 Gold? Boah, so viel haben wir nicht. Das ist zu viel. Oh, das ist mir zu viel. Okay, okay. Wie wäre es dann mit 5? Zu viel. Ich habe nicht so viel Geld bei mir. Können wir uns auf einen Tauschhandel einigen? Ah, verstehe. Du bist ein armer Kerl, der sich mit dem Anbau von Getreide ein wenig Geld verdienen möchte. Wir können uns über deine Pacht unterhalten. Aber zeig mir erstmal, ob du was als Bauer taugst. Machen wir ein Geschäft. Du lieferst einen Haufen Karotten, Kohl und Rüben. Und dann bist du ein ernstzunehmender Handelspartner für mich und wir treffen eine längerfristige Abmachung, von der wir beide profitieren können. In Ordnung? Abgemacht, abgemacht. Sobald ich meine erste Ernte einfahre, bringe ich sie dir. Perfekt. Neue Aufgabe. Eine kleine Sache noch. Wenn du kurze Zeit hast, hätte ich eine kleine Bitte. Na klar. Ach so. Saatgut. Ich handle nicht mit dem billigen Zeug. Du bekommst Saatgut von niedriger Qualität sicherlich auf irgendeinem Bauernhof. Okay. Wenn du Geld brauchst, kannst du dir 5 Silber leihen und du zahlst mir nachher 10 zurück. Nee. Danke, aber dieser Kredit scheint mir nicht ganz fair zu sein. Zurück. Was kann ich für dich tun? Mein Freund, ich liebe gutes Essen, aber seit kurzem habe ich Magenprobleme. Nach einer guten Mahlzeit bekomme ich einen Schluck auf. Das macht mich wahnsinnig. Ein Freund von mir hat mir erzählt, dass Schluck auf Gras helfen kann.
Ich glaube, das gibt es im Sumpf. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir etwas davon bringen könntest. Klar, ich halte die Augen offen. Schlucker auf Gras. Gute Sache. So, genug geplaudert. Genug geplaudert. Mal gucken, ob der Schmied inzwischen wieder da ist. Und er ist nicht da. Okay. Na gut. Also unsere Aufgabe, die die höchste Priorität hat, ist halt den Friedhof renovieren. Jo, und dann gibt es halt noch die ganzen Aufgaben, die wir brauchen, um das zu erreichen, die wir hier von den Dorfbewohnern bekommen. Und nebenbei können wir so ein bisschen aufräumen. Jo. Tralala, wir räumen auf. Ach so, kann es sein, dass der... Ist der Schmied irgendwie nur an einem bestimmten Wochentag da? So, Moment mal, das muss ich jetzt erstmal abchecken. Charakter, NPC, so. Der Schmied. Schmied. Da. Nö. Der ist immer da. Dann sollte er jetzt auch da sein. Na gut. Wir räumen erstmal noch diese drei Büschels auf. Und dann gehen wir weiter. Immerhin kriegen wir dafür auch die roten und die grünen Steinchen, die wir brauchen, um weitere Technologien zu erforschen. So, dann schauen wir mal beim Bauern. Ja, wir gehen einfach durchs Feld. Das habe ich in meiner Kindheit auch so gemacht, deswegen mache ich das jetzt so. So, so einfach ist das. Der ist nicht da. Wer ist das hier? Aber der hat kein Symbol über dem Kopf. Können wir überhaupt mit dem reden? Mal schauen. Ach doch. Ich muss meine Arbeit erledigen. Oder Vater wird furchtbar böse sein. Achso, okay. Können wir doch nicht mit ihm reden. Er hat nur so einen Spruch. Okay, also hier ist niemand. Vielleicht hier auf dem Feld. Oh, kann ich hier was klauen? Nö. Schade. Ich kann also nichts klauen. Schade, schade, schade. Na gut. Dann gehen wir nochmal übers Feld. Alles schön zertrampeln hier. Entschuldigung, ich werde schon ein bisschen heiser. Bin das nicht gewohnt, so viel zu reden. Was gibt's hier? Blumen. Kann ich die pflücken? Oh ja, wir können Blumen pflücken. Wie schön. Ach, das ist ein Grab. Da gibt's eine Leiche drin. Hauptsache, hier ist ein Grab mitten auf dem Feld. Ja, da ist guter Dünger. Ne? Guter Dünger für die Gerste hier. Oder was ist das? Roggengerste, Weizen, was auch immer. Hallo, die Mühle funktioniert nicht. Tut mir leid. Doch, schade. Wenn du etwas gemahlen haben willst, musst du wohl in die Stadt gehen. Das ist schade, aber ich habe nichts, was gemahlen werden muss. Ach, das sag ich. Okay. Ach nee, das sag ich doch nicht. Ich lebe auf dem Friedhof. Friedhofswärter, schön dich zu treffen. Ich habe ein paar alte Reserven, die du vielleicht hilfreich finden könntest. Mal gucken, was hat er denn so? Mehl. Nö, ich brauche Saatgut erstmal. Danke, aber nein, vielleicht später. Was ist denn das hier, was sich hier bewegt die ganze Zeit? Oh, ein Maulwurf. Oh, wie süß. Ein kleiner, süßer Maulwurf. Ja, Maulwürfe sind süß, aber als Landwirt findet man, glaube ich, ganz schön blöd. Weil die Erde ganz schön kaputt machen. Boah, da liegen Knochen rum. Was gibt's hier so? Oder Gerümpel. Das kann man nicht mal aufräumen, das Gerümpel. Wie viel haben wir denn? So, 16 und 19. Und wir können wieder Sachen machen. Machen wir erstmal das oder was? Erstmal gucken. Vielleicht haben wir eine Leiche. Solange wie wir jetzt unterwegs waren, haben wir bestimmt eine Leiche. Und mal schauen, wenn wir eine Leiche haben, dann würde ich erstmal das Leichenzeug lernen. Oh, wow. Ich hab mich erschrocken. Oh. Psst, komm mal her. Wo warst du? Ich war im Dorf. Dieser Ort ist so sonderbar, aber er fühlt sich so echt an. Und niemand hat ein Problem damit, dass ich hier einfach so aufgetaucht bin. Saat, du liest meine Gedanken. Gedanken lesen, ich erinnere mich daran. Das ist in deiner Hütte, da ist in deiner Hütte ein Keller. Da sind bestimmt ein paar Vorräte. Ah, sehr gut. Weizen, genau. Ich kann mich erinnern, wie ich Brote ausgebacken habe und Kuchen. Leckere Beerenbrötchen. Wow, wir können immer mehr machen.
Ach, da kommt auch schon der Esel. Toast, Zwiebeltoast. Das passt richtig gut. Bier, Saat. Weißt du was? Ich brauche jetzt ein Bier. Ich hab doch dein Bier. Das fühlt sich langsam an wie eine einseitige Beziehung. Bring mir Bier und ich verrate dir eine Menge wichtiges Zeug. Und wie du nach Hause kommen kannst. Fragen? Nö. Nee, ich hab keine Frage. Na gut, Frage nach der kleinen Straße. Ja, kannst du mir sagen... Das war eine rhetorische Frage. Sehe ich etwa aus wie ein magischer fliegender Schädel, der Antworten hat? Also genau genommen... Saat, du Klugscheißer. Ich warte bei mir zu Hause auf das Bier. Kein Bier, keine Antworten. Klare Ansage. Ich habe ja auch dein Bier. Ich hätte dir das auch jetzt schon geben können, aber naja. Hallo? Ich wurde einfach weggeschoben von dem Esel. Also wir haben jetzt hier tatsächlich eine Leiche, wie es aussieht. Och, das räumen wir erstmal auf. Ich räume einfach alles auf, was mir über den Weg kommt. Da gibt's nämlich da die grünen und roten Steinchen, die wir so dringend brauchen. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. So. Fertig. Oh, komm. Ah, nee, komm, bevor die Leiche vergammelt, machen wir erstmal die Leiche. So, und da gehen wir die Leiche exhumieren. Nee, nicht exhumieren, sondern sezieren. Sezieren. Lernen erstmal... Wow! Sorry, falls gerade irgendwie so ein Geräusch war. Ich habe hier gerade alles umgestoßen auf meinem Schreibtisch. So, machen wir erstmal das. Ja! Oh, wir brauchen einen. Ach, mein Handy, was geht hier ab, ey? Das bimmelt hier die ganze Zeit. So, noch weglegen. Okay, ich gehe noch ein Büschel abholzen, fix, damit ich das andere noch lernen kann. Reicht das hier vielleicht? Der Baumstamm? Nee, da gibt's nur grün. Na toll. Total die Energie verschwendet. Oh, ich habe auch gleich gar keine Energie mehr. Aber ich habe hier so einen Energietrank bekommen, der eigentlich für die grünen Schleimis war. So. Yeah. Jetzt können wir die Leiche komplett auseinandernehmen. Ich habe doch einen Energietrank. Mal gucken. Der war für die Schleimis. Ah ja. Perfekt. Den können wir gleich nehmen. Den haben wir bei den Schleimis ja nicht gebraucht. So. Erstmal kriegt er hier sein Bier. Hey, wo ist mein Bier? Hä? Was? Ich hab doch... Bier ist da. Ich hab... Oh, nee. Warum will er das dann nicht? Er will ein bronzenes Bier. Ich hab sogar ein silbernes Bier. Ups. Ich hab hier ein silbernes Bier und er will ein bronzenes Bier. Silbernes Bier ist doch eh viel besser. Warum will er jetzt ein bronzenes Bier? Oh, nee. Oh. Sowas Doofes aber auch. Na gut, dann gehen wir gleich nochmal in die Taverne. Erstmal nehmen wir die auseinander. Nehmen wir erstmal unseren Energietrank. Benutzen, benutzen, benutzen. Können wir es ja auch selber trinken, das Bier, ey. Pff. Wenn er das nicht will. Oh, wir sind voll. Ups, haben wir vielleicht zu viel vertrunken und was verschwendet. Oh nein. Okay. Blut, Knochen, Fett, Fleisch, Haut, Schädel. Wow, lernen wir erstmal das Blut. Ja. Boah, wir nehmen jetzt hier die ganze Leiche auseinander. Dann nehmen wir die Haut. Ja. Die arme Leiche. Da werden nachher, ich wollte gerade sagen, nur noch Knochen reingeschmissen, aber nicht mal mehr Knochen werden reingeschmissen. Was wird denn da noch reingeschmissen? Organe werden dann noch reingeschmissen, alles andere ist raus. Na gut, dann das Fett oder erst das Fleisch. Na gut, erst das Fett. Zack. Das Fleisch. Prozent und er hat bloß noch zwei Schädel. So, jetzt noch die Knochen hier. Erstmal die Knochen, dann den Schädel. Wohl. Das Gehirn. Was ist denn damit? Ist das im Schädel drin oder was? Oder saugen wir das raus und legen das wieder zurück in den Körper, der gar nicht mehr existiert? Oh, jetzt haben wir einen roten hier. Naja, was soll's. Dann nehmen wir die Leiche mal und bringen die zum Grab.
So, welchen sollten wir denn jetzt hier ausgraben? Irgendjemand hat doch sich hier beschwert. Dieser Geist hat sich doch beschwert, dass sein Grabnachbar ihn so nervt. Aber... Jo, ich weiß auch nicht, welches von den ganzen Gräbern das hier sein soll. Das ist rechts daneben. Ich sitze ein bisschen rechts daneben. So. Zack. Rein damit und zu schaufeln. Da sind wir schon wieder bei minus 9. Ja, da müssen wir wohl irgendwie so ein bisschen Zeug jetzt herstellen. Können wir das schon herstellen? Technologien? Ach, 15 grüne nur. Hier ist es nicht. Ich glaube, wir müssen gleich erstmal ein bisschen was abbauen gehen. Imkerei. Wie cool. Ja, aber mit dem ganzen landwirtschaftlichen Zeug, ehrlich gesagt, damit warte ich erstmal noch. Ich denke, ich brauche erstmal das hier zum Bauen, damit wir die Qualität von 5 bekommen, damit wir die Kirche öffnen können. Und die Sachen hier, die Bausachen, damit wir hier dann mehr bauen können nachher. Genau. Na gut, dann machen wir das mal so. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schlafen und speichern dadurch einmal zwischen. Ach, das Bier. Ach, wir gehen erstmal in den Keller. Keller, Keller. Oh mein Gott. Was ist das für ein Geräusch? Ein Mann mit Glatze und Narben und grünem Anzug. Verdammtes Tor. Ich komme jede Nacht wieder, wenn ich muss. Irgendwann komme ich hindurch. Ja? Das würde ich sagen, ist eine gute Methode, wenn man irgendwo durch will. Einfach jede Nacht hingehen und die Tür anstarren. Dann kommt man da bestimmt durch. Sieht so aus, als könnte ich diese Blockade entfernen und den Boden stärken. Hm. Okay, da brauchen wir Zeug für. Das haben wir noch nicht. Yep, wir können das hier erstmal alles aufräumen. Ach, und da kriegen wir auch Zeug für. Coole Sache. Coole Sache. Ist die Musik eigentlich zu hören? Ich höre die nämlich gar nicht. Könnt ihr sie hören? Ich hoffe, dass die Aufnahme die Musik ordentlich aufnimmt. Nicht, dass jetzt alles für die Katz war. So, was ist das? Ah. Oh, ich mein Inventar ist anscheinend voll. Oh ja, was ist denn das? Rezept einfach und lecker. Coole Sache. Also hier können wir jetzt was lagern. Was lagern wir denn jetzt hier in der Truhe? Wasser, Wasser. Dafür nehmen wir das mit. Was lagern wir denn noch? Wir haben hier so viel Krempel. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Scheiß. Ja, wir lagern erstmal das hier alles da rein. Das kann man ja später nochmal holen. So, und dann können wir erstmal das Weizenzeug mitnehmen. Das würde ich nämlich dann in die Truhe, die oben neben unserem Bett ist, reinlegen. Können wir das jetzt zufällig schon bauen? Nö. Ich dachte, weil wir gerade so viel Kram eingesammelt haben. Du bist vielleicht? Nö. Na gut, dann nicht. Ja, hier ist noch was. Nicht genug Energie. Naja, wir wollten ja eh gerade schlafen. So, hier machen wir das mal rein. Da kommen Blumen rein und die Lipschies. Und das Mehl. So, ja, alle natürlich. So, Garten. Rezept. Das kann ich bestimmt benutzen, das Rezept. Mal schauen. Oh yeah. Oh, cool. Gebratene Pilze und Bratapfel. Oh, geil. Ich liebe Bratapfel. Bratapfel ist einfach so cool. Es gibt bei uns immer zu Silvester und Weihnachten, aber ich könnte es das ganze Jahr essen. Ich glaube, ich mache mir heute Bratapfel. Ja. Ist eine coole Idee. Bratapfel tut Bratapfel gut. Hm. Na gut, dann schlafen wir jetzt noch mal ein kleines bisschen.